So, Qualifying, schnell gucken, welches Setup wir halt drauf haben, welche Reifen. Die Benzinangabe weiß ich jetzt, dass die, wie viel drauf ist, gut, super, die neueren Reifen. Und schnell mal gucken, wie viel Zeit wir eigentlich haben. Rennseason, wir haben jetzt 12 Minuten Zeit. Also sofort raus, sofort raus, sofort raus. Fliegende Runde, ab geht's. Party hard, Leute, wir kommen wieder hier zum dritten Part, wie gesagt. Zum dritten Qualifying. Wir starten hier natürlich schön in der Kurve drin. Da vorne ist unten ein Auto. Jetzt geht er mit dem 7. vor uns, weil die ganze Zeit mit dem 8. Concentration, jetzt geht es wirklich um die ersten Plätze im Rennen. Starten schon mal unter den Top 10, das ist schon mal sehr, sehr gut. Natürlich jetzt alles rausholen, was geht. Natürlich aber auch dran denken, der Motor ist schon auf 50%. Und hier ist er uns irgendwann mal um die Ohren fliegt. Gut, wenn er jetzt uns um die Ohren fliegt, so wissen wir schon mal, wir sind Platz 10 und wir müssen die Reifen und den Motor wechseln. Schlimmer ist es, wenn es im Rennen passiert. Das ist keine reale Zeit. Da hat irgendwas der Computer wieder komplett rumgesponnen. Und jetzt zeigt Alonso. Gut, das ist auch lockbar. Aber die Zeit werden wir auch nicht hinkriegen. Bei 17, wie gesagt, haben wir schon drin, das ist kein Problem. Wir fahren jetzt wirklich mit dem Besten der Besten. Und wenn wir beim Rennen hier auch ein paar Punkte holen. Hier in der Kurve, die hasse ich wie die Pest. Ja, besser rausbeschleunigen geht glaube ich auch schon. Gute Zeit, gute Zeit, gute Zeit. Runde war richtig, richtig schack. Schack, genau. Richtig, richtig kacke. Fernando ist auf P8.
Scheiße. Mager. Krieg eh die Zeit nicht mehr raus. So. Ich finde schon das Spiel, das kann ich jetzt mal kurz sagen, schafft schon, dass ich vorsichtiger in irgendwelchen Rennen fahre. Oder dass man wirklich überlegen muss, wie fährt man jetzt an der Kurve ran. Also damals wäre ich jetzt hier so, oh, siebter Gang, scheiß drauf, umgerissen. So wie jetzt gerade. Ja gut, ungültige, das ist mir eh egal. Und das Rennen bringt echt einen zum Überlegen, dass man anders fahren muss. So. P8. Letzte Runde. Geil. Komplett verschissen, weil ich zu hoch war. Wenn ich jetzt mich beeile, könnte ich noch eine Runde schaffen. Aber ich glaube, mit Platz 8 bin ich wirklich schon sehr zufrieden. Besser als Alonso. Im fünften Gang in die Kurve gefahren bin. Eine Minute noch. Das dürfte ich theoretisch schaffen. Alle drei Quali hintereinander. Ich will eigentlich nur noch das Rennen, aber das mache ich heute, wie gesagt, nicht mehr. Fernando ist derzeit auf P9. Thank you.
schaffe ich nicht mehr. Hier kann ich nicht mehr rausholen. Das war die verschissene Kurve. Können machen wir nur das Beste raus. Alter! Ausgezeichnete Runde, wir sind sehr zufrieden. Siebter! Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Raikkonen, Bottas und Sebastian Vettel. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Alter, wenn ich so im Rennen fahre, da hole ich Punkte. Ich darf nie wie beim ersten die ganzen Dingse kreisen. Die ganzen Frontflügel. Dann habe ich die große Scheiße. Wir haben es jetzt um 6 bei mir. Ich kann es mir noch nicht fassen. Wir gucken uns jetzt an. Punktemäßig und alles, was die jetzt verlangen von uns. Und dann bin ich auch den Part. Denn das war's dann von heute. Verabschieden tue ich mich gleich. Boah. Muss ich aufs Klo? So, gucken wir mal. Position. Oder 10 und höher. 11 Positionen höher, deswegen 50.000. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Dann gibt's nicht viel. 2 Strafen. Naja. Oh ja, komm. Jetzt Rivalität. Was plus wer? Ferrari steige ich ganz schön. Jetzt wollen mich alle. Jetzt wollen mich glaube ich alle, oder? Voicemail. Hallo, ich möchte dir nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen mitteilen. Viel Glück! Viel Glück! Boah, brennt das Rennen in 14 oder höher? Ach du heilige Macaroni. Da ist natürlich was aufzubrummen. FE-Baum können wir sicherlich nichts machen. Gucken wir mal, empfohlen gibt's nichts. Ich würde sagen, das war's auch. Wir gucken mal kurz hier. Klein, klein, klein. Geschätzt in Bahrain. Bahrain fertig. Chassis und... okay. Okay. Vergleichstabelle. Mercedes. Kann man hier. Genau. Ferrari sauber und Williams. Die wollen uns jetzt auch mit am meisten. Das freut mich. Müssen wir wo wir später mal hingehen können. Ist sogar der MGU ganz schön am Arsch. Aber guck mal, 142. Ja, 172 schaffen die noch oder haben die erreicht? Also es ist noch... wird noch ganz schön enge. Getriebe sieht noch gut aus, Reifen. Weiß ich jetzt nicht, welche wir haben. Dann würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen, wenn ich einen Daumen nach unten, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Wir haben jetzt die 2, dann 2, 4, 6, 8, 10, 12, 8, fehlt noch ein Haufen. Naja gut, dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.